Aber hiermit kann ich jetzt wirklich... Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Eule YouTube-Kanal. Ich bin Nastja und auf meinem Kanal dreht sich alles um Nähen und DIY. Leute, ich habe ja am Anfang des Jahres bereits gesagt, dass ich mich mit dem Thema Plotten und Maschinensticken beschäftigen will. Plotten, check. Maschinensticken machen wir heute. Ich habe eine neue Nähmaschine. Ich habe mich ja bereits mit dem Thema Freihandsticken mit der Nähmaschine beschäftigt, mit der Toyota Oikaki. Das kennt ihr ja, das habe ich euch ja ein paar Mal gezeigt. Ich habe das auch auf der IFA gemacht. Und es ist so, dass Toyota Nähmaschinen jetzt zu Veritas migriert ist. Und ich durfte mir da ein bisschen die Maschinen angucken und dachte, och, so eine Stickmaschine wäre schon spannend. Lass das Thema doch mal angehen. Deswegen bin ich jetzt stolze Besitzerin der Veritas Florence Maschine. Ich freue mich total über die Kooperation mit Veritas. Für mich als Kind der DDR ist das so die Nähmaschinenmarke. Also meine Oma näht heute noch auf einer Veritas und das hat mich dann quasi immer begleitet. Das war so die Marke. Ich glaube, viele von euch kennen sie sicher auch. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt schon mal die Maschine auspacken. Und in der Zeit, wo ich sie auspacke, begebe ich mich mal rüber zum Nähtisch und erzähle euch mal, was da alles so drin ist und was die Maschine so kann. Was ist also drin in dem großen Karton? Als erstes kommt einem die Stickeinheit entgegen. Da werden wir uns auf jeden Fall noch drum kümmern. Dann ist dabei ein Stickrahmen in groß, der ist 120 x 180 mm und ein Stickrahmen in klein, der ist 50 x 70 mm. Außerdem gibt es eine gesonderte Stichplatte, es gibt eine zum Nähen und eine zum Sticken. Dann natürlich Anleitung, Anleitungs-DVD und ein Starter-Kit. In dem Starter-Kit ist drin eine kleine Schere, eine Pinzette und Garne, Stickgarne, mit denen ihr direkt loslegen könnt und auch eine Auswahl an verschiedenen Fliesen. Und dann kommt natürlich noch die Maschine. So, hier bin ich jetzt also am Nähplatz und habe die Maschine schon mal vor mir aufgebaut und hier ist die Stickeinheit. Es ist wie gesagt die Veritas Florence. Sie ist nicht etwa nach der Stadt Florenz benannt, sondern nach Florence Nightingale, die sich für Professionalität in der Krankenpflege stark gemacht hat. Und überhaupt sind jetzt alle Veritas Nähmaschinen nach starken Frauen der Geschichte benannt. Ziemlich cool, oder? Ich würde sagen, ich teste das Ganze jetzt erstmal auf die verschiedenen Nähfunktionen. Ob man viele Zierstiche braucht oder nicht, ist ja immer so eine Typsache. Ich fand Zierstiche von Anfang an cool und ich finde es auch immer noch cool. Mir macht es immer total Spaß, als erstes so verschiedene coole Stiche zu testen an der Maschine. Ob man sie dann wirklich so viel nutzt, ist immer eine andere Sache, aber die Option zu haben, ist natürlich toll. Es gibt verschiedene Zierstiche, Nutzstiche und auf der Karte unten habt ihr auch nochmal eine Übersicht über alle Stiche und welches Füßchen ihr dafür am besten verwenden solltet. Natürlich gibt es hier auch Fake-Overlock-Stiche, aber auch jede Menge Zierstiche und da habe ich jetzt mal einiges einfach wild getestet. Die Maschine hat 120 Stiche und Knopflochautomatik. Und im Anschiebekasten der Maschine befinden sich natürlich auch noch mal einiges an Zubehör. Und das Besondere an der Florence Stickmaschine ist, dass ihr sie über eine App bedient, übers Handy oder übers Tablet und nicht direkt über die Maschine. Das heißt, ihr habt hier keinen Bildschirm drauf. Und ich finde es mega praktisch. Ich finde die Anwendung übers Tablet sehr, sehr cool. Und das macht die Maschine natürlich auch ein ganzes Stück preiswerter. Ihr habt in der App bereits 100 Stickbilder, die ihr nutzen könnt, die ihr größer machen könnt, kleiner machen könnt, wo ihr die Farben ändern könnt, die ihr frei einfach schon direkt starten könnt, aber ihr könnt natürlich auch aus jeglichen Shops, dazu kommen wir nachher noch, Stickbilder kaufen, importieren und die dann nutzen. Außerdem gibt es zwei Alphabete, die ihr nutzen könnt, da könnt ihr dann frei alles schreiben, was ihr wollt, und die Maschine stickt euch das dann. Was kann die Maschine? Sie kann, wie gesagt, nähen und sticken. Es gibt ein paar Sachen, die ich als sehr praktisch empfinde. Sie hat eine Start-Stopp-Automatik, sie hat eine Nadel an der tiefsten Stelle und an der höchsten Stelle Funktion, eine Punktverriegelung, rückwärts nähen, das haben ja viele. Einen automatischen Fadenabschneider, Luxus, da freue ich mich sehr, sehr drüber. Ihr könnt den Nähfüßchendruck hier regeln und auch natürlich die Fadenspannung könnt ihr direkt übers Menü regeln. Die maximale Stichbreite liegt bei 7 mm, bei meinen anderen Maschinen ist es 5, 7 ist also ein Ticken breiter. Ihr könnt auch die Geschwindigkeit des Nähens verändern. Und sie hat einen Ober- und Unterfadensensor. Das heißt, sie sagt einem, das ist beim Sticken auch wichtig, wenn der Unterfaden alle ist oder bald alle wird, so rum. Und auch wenn es mit dem Oberfaden ein Problem gibt oder der halt alle ist.
So, genäht haben wir jetzt an ihr ein bisschen. Das hat auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht. Ich freue mich auch, die ersten richtigen Projekte an ihr zu nähen. Jetzt war ja nur so ein bisschen getestet. Aber heute geht es ja um Sticken und ich würde sagen, wir beschäftigen uns mal damit. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Sticken, aber ich kenne wen, der sich da richtig gut auskennt. Und zwar meine Kollegen von Makema. Das sind Marit und Marc. Die haben auch einen YouTube-Kanal, sind aber hauptsächlich eigentlich Händler im Bereich Sticken, Stickmaschinen. Und sie machen wunderschöne Stickdateien, also wirklich mal coole Sachen und schicke Sachen und süße Sachen. Dort bekommt ihr übrigens auch die Veritas Florence, also ihr kriegt da alles aus einer Hand. Und ich werde Marc, glaube ich, mal fragen, was man denn überhaupt so zum Sticken braucht. Marc hat mir einen Zugang gegeben zu seinem Online-Kurs, den werde ich mir jetzt angucken. Und in der Zeit gibt Marc euch mal eine Kurzzusammenfassung über das, was ihr wirklich wissen müsst. Schön, dass du dich meldest, Nastja. Du möchtest Sticken lernen. Genau gesagt, Maschinensticken. Und das ist auch das, was Marit und ich auf unserem Makema YouTube-Kanal auch fast ausschließlich tun. Das ist Stoffe, Materialien besticken mit einer Stickmaschine. Und du hast jetzt gerade eine kombinierte Stick- und Nähmaschine vor dir stehen. Und meine Behauptung ist, dass man mit drei verschiedenen Fliesen fast alles machen kann. Oder ich sag mal die großen gängigen Sachen. Und die habe ich hier vorne stehen. Einmal ein Reißvlies, Tier Easy. Einmal ein, andersrum, Tier Easy ist das. Dann haben wir einen Soft and Share, ein Vlies, das man schneidet. Und eine wasserlösliche Folie, wobei ich selten Wasser verwende. Wir starten einmal mit dem Tier Easy. Also jeder Stoff, der so in einen Stickrahmen eingespannt werden soll, den gibt es auch kleiner, den gibt es auch größer, muss allerdings immer zur Maschine passen. Der muss stabilisiert werden. Jeder Stoff hat ja so seine Eigenarten und ist dehnbar zum Beispiel in verschiedenen Richtungen und deswegen braucht er eine bestimmte Stabilität, damit er auch nach dem Sticken weiterhin das Motiv seine Form behält und der Stoff sich eben nicht verzieht. Das T-Easy ist eigentlich das am meisten verwendetste Material. Damit stabilisiere ich Webware, also ganz normale Baumwollstoffe zum Beispiel in unterschiedlichen Dicken. Eine Grundfaustregel, aber dazu gibt es auch jeweils noch einen Kurs bei uns. Ist immer, je dicker der Stoff, desto mehr Lagen und je dünner, desto weniger. Wenn ich jetzt eine Maschenware habe, wie zum Beispiel ein Jersey, dann Soft and Share, verwende ich zum Beispiel auch hier auf diesem T-Shirt. Das ist eine Applikation und um Applikationen und zum Beispiel Handtücher zu besticken, also alles, was von beiden Seiten gut aussehen soll, benutze ich noch dieses wasserlösliche Folie, wobei ich die selten in Wasser auflöse, sondern einfach rausreiße. Zwei, drei andere Zutaten noch. Marit sagt immer, Maschinenstecken ist auch ein bisschen wie Kochen oder Backen. Da muss man so ein Gefühl für entwickeln. Aber mit den richtigen Zutaten, den richtigen Materialien kommst du da auch relativ schnell zu einem guten Ergebnis. Bobbin ist der sogenannte Unterfaden, also das Material, was sich auf der unteren Seite einer Stickerei befindet. Und das kann wahlweise weiß oder auch schwarz sein, je nachdem, welches Material ihr auf der oberen Seite, also welches Garn ihr da verwendet. Stickern gibt es in der Basis in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal ein Polyester-Stickgarn, einmal ein Viskose-Stickgarn. Das Polyester-Stickgarn ist das preiswerteste. Es sind beides sehr, sehr strapazierfähige Garne, denn beim Sticken ist deutlich mehr Spannung eben auf dem Stickgarn drauf, als du das beim Nähen hast. Das Viskose-Garn hat insgesamt noch einen etwas schöneren Glanz als das Polyester-Stickgarn. Eine gute Stoffschere versteht sich von selbst. Eine Stickschere, wichtig ist da, dass sie maximal spitz ist. Und eine Schere, die du wahrscheinlich noch nicht zu Hause hast, ist eine sogenannte Applikationsschere. Eine Applikationsschere, damit lassen sich Applikationen sticken, nicht zu verwechseln mit applizieren. Das ist ja beim Nähen ein Stoffstück ausschneiden in einer vorgegebenen Form und dann festnähen. Das kann die Stickmaschine ehrlich gesagt noch deutlich besser und präziser. Zum Beispiel hier so ein kleiner Fuchs, den ich mir auf die Brust gestickt habe. Und da lege ich den Stoff auf, lasse ihn von der Stickmaschine mit einem ganz schönen Dreifachstich zum Beispiel feststecken, sticken, nähen. Dann kann man den Stoff einfach außen abschneiden und du hast fertig eine Applikation gestickt. Eine letzte Sache für alle, die für Babys nähen, für Kleinkinder oder Leute mit empfindlicher Haut. Da haben wir ein sogenanntes, ich muss nachschauen, Tender Touch. Das ist ein Material, was man im Nachgang nach dem Sticken auf der Rückseite auf das Stickbild nochmal aufbügelt und das dann möglichst weich ist und eben keine Hautirritation hervorruft. Und ich denke, wenn man diese drei Folien oder Fliese hat, wenn man gute Stickgarn hat, einen guten Bobbin, eine gute Schere und eben eine Stick- und Nähmaschine, dann kommt man ganz gut zum Ergebnis. Und ich hoffe, dass ich dir mit diesen
paar Informationen jetzt in ganz kurzer Zeit, maximal viele Informationen weitergegeben habe, dass du und ihr alle zu einem guten Stickergebnis kommt. So, ich habe jetzt auch den Online-Kurs zu Ende geschaut. Danke, Marc, für dein Teilnehmen an diesem Video. Damit nicht genug Dank an Marc, denn ich habe auch noch ein Paket bekommen von Makema mit den wichtigsten Fliesen und ein bisschen Zubehör, damit ich hier loslegen kann. Ich muss jetzt erstmal die Maschine umbauen zum Sticken. Dafür muss natürlich der Anschiebetisch abgenommen werden. Dann senke ich den Obertransporteur ab. Jetzt wird die Stichplatte ausgetauscht. Das ist wirklich super unkompliziert. Einfach zwei Schrauben ab, die Stichplatte wechseln und fertig. Die Stichplatte zum Sticken hat hier nur ein kleines Loch, in das die Nadel hineinsticht. Und so wird verhindert, dass der Stoff eingezogen wird. Aber Achtung, mit dieser Stichplatte auf keinen Fall nähen, weil das knallt beim Zickzackstich dann sicherlich ordentlich. Immer dran denken, Stichplatte wechseln. Dann setzen wir noch eine Sticknadel ein. Das sind hier so eine 75-11er Nadel. Die sind auch mit dabei. Außerdem tauschen wir natürlich noch das Füßchen. Hier einfach abschrauben und das Stickfüßchen dran. So, jetzt muss noch die Stickeinheit dran. Und dann sind wir auch schon fertig fürs Sticken von der Maschine her. Und dann geht's ja, wie gesagt, los mit der App. Das Ganze gibt's für iOS und Android. Ihr könnt es auf dem Telefon nutzen oder eben auf dem Tablet. Ich finde es auf dem Tablet sehr angenehm, weil es natürlich schön groß ist. Und ich suche mir hier jetzt mal ein Motiv aus. Ich finde ja den Dino ganz nett. Hier passe ich noch die Farben und die Größe an, bis mir das Ganze passt. Ich kann hier wirklich auch die Farben von meinem Garn einstellen. Ich kann aber auch ungefähr die Farben einstellen. Mit dem Gelb hatte ich ein bisschen Probleme. Ich glaube, das lag an der Garnrolle. Da habe ich vielleicht Montagsgarn erwischt. Ich bin dann hier auf Weiß geswitcht und dann hat es problemlos funktioniert. So, jetzt muss ich Tablet und Maschine verbinden und dann kann es eigentlich losgehen. Ich fange mal an, ein bisschen Baumwolle zu besticken und da nutze ich dann als Verstärkung einfach nur ein Reißvlies. Ihr solltet auf jeden Fall immer ein Vlies benutzen. So, wir wollen jetzt etwas Baumwolle besticken. Ich nehme einfach mal den Dino und gucke, wie das funktioniert. Schicke die Datei auf die Maschine und dann sagt mir die App eigentlich, was ich zu tun habe. Sie sagt mir, welche Garnfarbe ich einlegen soll, dass ich auf Play drücken soll. Dann kann ich auf dem Bildschirm verfolgen, wie das Ganze gestickt wird. So, und so stickt die Maschine dann fröhlich umher und tada, fertig ist mein Dino. Ziemlich cool. Und jetzt kommen wir mal ins Eingemachte. Ich würde natürlich gerne Klamotten besticken. Ne? Besticken von Sweatstoffen ist so die hohe Kunst. Ja, machen wir das mal. Ich stelle mir vor, so einen süßen Pulli mit so einem Dino drauf vorne. Ansonsten der Pulli Uni, vielleicht aber auch nochmal einen zweiten mit einem Motiv von Marc. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Ich habe jetzt hier zwei Lagen von dem Schneidvlies, dann mein Sweatstoff und oben drüber noch eine dünne Folie. So wurde es mir im Video empfohlen von Marc und das hat tatsächlich ziemlich gut geklappt. Folie kann ich am Ende einfach wegreißen und den Schneidvlies, naja, den schneide ich weg. So, das ist ziemlich cool geworden. Bevor ich den Pulli nähe, dachte ich, möchte noch einen zweiten. Der liebe Marc hat mir nämlich noch ganz viele coole Stickdateien mitgegeben. Und da gab es so einen kleinen Elefanten, den ich ganz niedlich fand. Ich dachte, ich probiere den mal aus. Wie ist denn das so, eine Stickdatei zu importieren? Irgendeine von den Dateinamen verwendet es anscheinend, nimmt das Programm fast alle gängigen Stickdateien. Also das war überhaupt kein Problem. Elefant und Dino sind fertig und ich werde jetzt aus beiden Varianten noch coole Pullis nähen. Ich muss die Maschine auch gleich nochmal zum Nähen umbauen, zumindest wenn ich die Böhnchen nochmal absteppe. Das werde ich mal mit der Maschine probieren.
So, und meine beiden Pullis sind fertig. Ich finde sie wirklich mega, mega cool geworden. Sticken ist auch echt nochmal was Schönes. Plotten ist ja auch schon cool, aber was ganz anderes als Sticken. Sticken ist halt viel haptischer. Ich bin auf jeden Fall richtig froh, dass ich jetzt eine Stickmaschine habe. So, wie geht's jetzt weiter? Ich werde demnächst mal versuchen, ein Täschchen zu nähen und das cool zu besticken. Ich weiß noch nicht, ob Täschchen oder Tasche. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünscht, was ich besticken soll. Außer Babykleidung. Wir wollen ja auch den anderen, die immer mit Babykleidung nichts anfangen können, hier ein bisschen Futter bieten. Ne? Also ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Tasche, vielleicht eine Kosmetiktasche, so ein Täschchen und da irgendwas Cooles draufsticken. Ich habe nämlich das Angebot bekommen von Makema, dass die mir eine Stickdatei erstellen. Ich kann quasi malen, was ich haben möchte und sie machen mir die fertig. Und ihr dürft die dann natürlich entsprechend, also die wird es dann im Shop bei Makema geben und ihr könnt die dann auch runterladen. Das heißt, eure einmalige Chance, was wolltet ihr schon immer als Stickdatei sehen? Haut's hier unten in die Kommentare. Schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Dort verlose ich zusammen mit Makema ein Anfänger-Kit zum Sticken. Das heißt, wenn ihr jetzt auch mit dem Sticken anfangt und alle Links zu den Materialien, die ich heute benutzt habe und natürlich zur Maschine, findet ihr in der Infobox. Einen ganz, ganz lieben Dank an Veritas für die coole neue Langzeitkooperation. Ich freue mich sehr drauf auf die nächsten Stickprojekte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, wie gesagt, hätte ich gerne einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns nächsten Dienstag hier wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.